So und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Origins. Und in der letzten Folge haben wir den Schild von Duken gefunden. Und jetzt wollen wir wieder zu unserem Treffpunkt zurück. Der müsste eigentlich theoretisch hier vorne gleich um die Ecke sein. Hier waren jetzt nochmal die dunkle Brut, die wir gefunden hatten. Als erstes, bevor wir mitbekommen haben, dass unser Bruder uns wahrscheinlich verraten hat. Oder uns nicht mehr da haben möchte. Bin ich ja mal gespannt, wie der Verlauf doch dieser von dieser Geschichte ist. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wenn Treon wirklich etwas gegen uns plant, wäre das hier der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Wir haben den Schild und wir sind ganz allein hier draußen. Ich bin auf alles vorbereitet. Was murmelt ihr da? Familienangelegenheiten. Oh, also gut. Ja. Was war das? Oh, Alter, das passiert mir immer und immer wieder, weil komischerweise man nicht in der Richtung steht, wo man eigentlich hinlaufen sollte. Natürlich müssen wir hier entlang. So, hier hoch und dann links. Und wir sind hier immer noch im verfallenen Teig. Und hier ist der Treffpunkt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Beim Stein, das ist Treon. Die dunkle Brut muss ihn angegriffen haben. Das sieht nicht nach dunkler Brut aus. Keine Bisse, keine Kratzer, keine Verstümmelung. Wir müssen meinen Vater warnen. Da kommt jemand! Schnell, Vater, bevor es zu... Das sieht nicht so aus, wie es wirklich gerade aussieht. Also, ich habe damit nichts zu tun. Das war ich nicht. Bei den Ahnen! Was ist hier geschehen? Es scheint, als kämen wir zu spät. Billen hatte recht. Mein Sohn, sag mir, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Also, das kann ich erklären. Wir sind eben erst hier angekommen. Also hattest du gerade genug Zeit, um Treon zu erschlagen. Mein Herr ist unschuldig. Sir Gorim, eure Loyalität macht euch als Zeuge unbrauchbar. Es fällt anderen zu, die Geschichte zu erzählen. Ihr, Speer, was ist geschehen? Treon und seine Männer waren vor uns dort. Es sah aus, als hätten sie gegen die dunkle Brut gekämpft. Lord Duken ging auf sie zu und wirkte vollkommen freundlich, aber als wir näher kamen, befahl er uns anzugreifen. Also, das finde ich jetzt mal wirklich eine Frechheit hier. Das ist gelogen. Dann sollten wir die Wahrheit herausfinden. Franklin Ivo, ihr seid ein Mann von Ehre. Sagt uns, hat der Speer die Wahrheit gesagt? Das hat er, Herr. Es war schrecklich. Prinz Treon hatte nicht die geringste Chance. Danach hat Lord Eduken ihm seinen Siegelring abgenommen. Verräterischer Hund! Ruhe, Gorim! Möchtest du noch etwas dazu sagen, mein Sohn? Ich bin unschuldig. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Fesselt ihn. Die Versammlung wird über ihn urteilen. Nach Orsama.
Also wurden wir von unserem eigenen Bruder verraten. Das nenne ich mal ein harter Tobak. Also Tutorial-Stufen aufstieg. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, gewinnt dein Charakter neue Fähigkeiten und verbessert seine Statistiken. Führe einen Linksklick auf das Plus-Symbol neben dem Porträt deines Charakters aus, um ein Level aufzusteigen. Wird gemacht, mein Herr. Wird gemacht. So, hier haben wir dann jetzt unsere Attribute. 3 Punkte haben wir zur Auswahl, um sie hier drauf alle zu verteilen. Ja. So, ja, normalerweise müssten wir das auf Geschicklichkeit und Klugheit, aber wir nehmen das jetzt mal auf Stärke, nicht auf Stärke. Wir nehmen das auf die Klugheit und ein auf Geschicklichkeit. So, und wenn wir verbesserte Manipulation... Erstmal, in der nächsten Runde nehmen wir dann wieder was anderes. Was haben wir denn hier noch? Unter der Gürtellinie. Aber wir brauchen das nicht. Wir nehmen erstmal den Doppelschlag, weil wir brauchen noch erstmal was zum Angreifen. So, die Verbannung. Neue Quest. Tja. Wo haben wir verraten? Und jetzt sitzen wir hier in so einem Loch. Weißt du, wir sind ein Adliger. Und sitzen hier. Würdet ihr uns bitte allein lassen? Ja, Sir. Corim. Herr. Ich wäre früher gekommen, wenn Sie es mir gestattet hätten. Wie geht es dir? Mir geht's gut, Corim. Und dir? Es könnte besser sein. Und ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Versammlung wird dich nicht anhören. Velen hat Treants Platz in der Versammlung eingenommen. Er hat beantragt, dich sofort zu verurteilen. Und das wurde ohne Widerstand akzeptiert. Er hat es geschafft, dass die Hälfte der Versammlung für etwas gestimmt hat, das völlig gegen Tradition und Gerechtigkeit verstößt. Er muss das vorbereitet haben. Abmachungen getroffen und Bündnisse geschlossen. Seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren. Jetzt wird also Belen König, wenn mein Vater stirbt. Ich fürchte, ja. Manchen der Lords, vor allem Harrowmont, ist Belens plötzlicher Aufstieg zur Macht suspekt. Sie wollen etwas unternehmen, aber das dauert viel zu lang. Die Versammlung hat bereits die Strafen für uns beide festgelegt. Was wird mit dir geschehen? Mir wird die Ritterschaft aberkannt und mein Name wird aus unserer Familiengeschichte gelöscht. Aber ich darf an die Oberfläche gehen und mir dort irgendeine Art von Leben aufbauen. Lord Harrowmont hat dafür plädiert, dich auf ähnliche Weise zu verbannen. Aber Belens Anhänger haben ihn überstimmt. Du wirst in den tiefen Wegen eingesperrt und musst gegen die dunkle Brut kämpfen, bis sie dich überwältigt. So soll dein Ende aussehen. Was sagt mein Vater denn dazu? Lord Harrowmont sagt, der König liege krank im Bett. Der Gedanke, zwei seiner Kinder auf einmal zu verlieren, war zu viel für ihn. Lord Harrowmont hat mir gestattet, dich zu besuchen, damit ich dir Folgendes sagen kann. Duncan und die Grauen Wächter sind noch immer in den tiefen Wegen. In Tunneln, die mit denen verbunden sind, in die du gebracht werden sollst. Wenn du lange genug am Leben bleibst, um die Grauen Wächter zu finden, könntest du dich Duncan anschließen und entkommen. Das ist genau die Chance, die ich brauche. Unsere Zeit ist zu Ende. Mögen die Paragons dein Schwert führen und möge der Stein dich aufrecht halten. Das gleiche wünsche ich dir, mein Freund. Ich werde immer dein Gefolgsmann bleiben, Lord Edukin. Sie sind jetzt bereit für euch. Naja, wir dürfen uns ja eh Duncan anschließen, also die grauen Hier Wächter. Hier ist der Gefangene, Lord Harrowmont. Da ihr von der Versammlung Orsamas des Geschwistermordes für schuldig befunden wurdet, werdet ihr hiermit zur Verbannung und zum Tode verurteilt. Von diesem Moment an wird euer Name aus den Aufzeichnungen gelöscht. Ihr werdet nicht länger existieren, auch nicht als Erinnerung. Nur mit Schwert und Schild ausgerüstet, könnt ihr in den tiefen Wegen eurem Leben einen letzten Sinn geben, indem ihr die Feinde Orsamas bis zum bitteren Ende bekämpft. Habt ihr noch etwas zu sagen, bevor das Urteil vollstreckt wird? Belen wird euch vernichten, so wie er es mit mir getan hat. Ich verstehe euren Zorn. Man hätte euch gestatten müssen, euch zu verteidigen. Hätte ich die Macht, das hier zu beenden, würde ich es tun.
Seht mir in die Augen und sagt mir, dass ihr es nicht getan habt, eurem Vater zuliebe. Ich habe Trian nicht ermordet. Ich glaube euch. Das bedeutet, dass Belen das alles von Anfang an geplant hat. Glaubt mir, ich werde den Rest meiner Tage damit verbringen, sicherzustellen, dass Belen nicht von seinen Taten profitiert. Euer Vater bat mich, euch das zu geben. Schwert und Schild sind feinste Zwergenarbeiten. Zeigt unseren Feinden, aus welchem Stein ihr gehauen seid. Sagt meinem Vater, dass ich unschuldig bin. Das werde ich. Öffnet die Türen und lasst den Verurteilten hindurchgehen. Möge der Stein euch willkommen heißen, wenn ihr fallt. Aber das habe ich nicht vor. Wenn ich versuche, zu Duncan vorzustoßen, um mich den grauen Wächtern anzuschließen. Duncan hatte eh schon mal diese Idee. Also warum sollte ich diese Chance nicht nutzen? Also gut, wollen wir mal Duncan suchen gehen. So, Schild und Schwert habe ich. Elgar Dolch. Mehr brauche ich nicht. So, hier vorne, genau, müssen wir jetzt rein. Also, wollen wir mal zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Gut, ja. Wird erledigt. Zack. Gut, fangen wir an. Vielleicht sollte ich aber... Geht, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht... Nee, okay. Das sollte kein Problem sein. Mach schon, verteidige dich! Hervorragend! Also nur weil du meinst, du bist eine große Spinne, heißt es nicht, ja, dass du mich besiegen kannst. Eine Falle! Boah, ich bin ja fast reingelaufen. Eine Falle! Eine Falle! Wird erledigt. Ja, da komm mal her. Alter, ich wollte gerade sagen, das sollte ich schon mal treffen, wenn ich das mache. Aufgepasst! Jetzt wird's lustig! So, mein Freund, deinen Kopf hast du verloren. Zack. Hier vorne können wir dann nochmal eine Falle entschärfen. Gibt auch nochmal 10 Erfahrungspunkte. Immerhin etwas. Eine Falle! Okay. Okay, da vorne sind nochmal welche. Oder einer. Das sollte kein Problem sein. Nö, sehe ich genauso. Natürlich. Gut, fangen wir an. Einer von uns beiden versteht das hier nicht. Das werde nicht ich sein. Gut, fangen wir an. Beuge dich deinem Schicksal. Beuge dich deinem Schicksal. Genau so sieht's aus. Holzkiste. Haben wir hier nochmal einen kleinen Schild. Ach, hier haben wir nochmal einen Dolch. Das ist natürlich sehr gut. Dann können wir uns gleich mal mit dem Dolch ausrüsten. Hier haben wir dann nochmal ein paar Handschuhe. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar Stiefel. Und die werden wir dann, denke ich, doch mal in der nächsten Folge finden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.